habe. Gut, bis dann. Ich finde das ziemlich mies von dir. Immerhin ist das unser Familienurlaub. Oh, nein, 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 nein. Das ist kein Familienurlaub, das ist ein Michael-Urlaub, Schätzchen. Ich habe euch nur mitgenommen, damit ihr das Haus nicht abfackelt, während ich hier bin. Ach so, deshalb hast du mich mitgenommen. Ich habe von den Kindern geredet, dich habe ich wegen der spontanen, schnuckligen Aktivitäten mitgenommen. Die spontanen, schnuckligen Aktivitäten kannst du vergessen, wenn du deine Einstellung nicht ganz schnell änderst. Du bist ein echter Egoist. Ich bin kein Egoist, ich habe diese Reise bezahlt. Und ich hatte außerdem schon seit 2 Jahren keinen Urlaub mehr. Wie bitte? Und was ist mit Hawaii und Vegas? Ja, richtig, genau. Das hätten auch schon Michael-Urlaube werden sollen, aber dann seid ihr leider mitgekommen und habt daraus eine Familienveranstaltung gemacht. Ich will doch einfach nur hier am Pool sitzen, mich erholen und ein paar nette Bücher lesen. Gut, okay, wie du willst. Du verhältst dich also so plump und unsozial wie immer und der Rest von uns genießt die Ferien. Ich hoffe übrigens, dass es in einem dieser Bücher hier um Sex geht. Ansonsten kannst du den nämlich vergessen. Die Bücher müssen dir reichen. Na? Das hier hört sich interessant an. Die Verlockungen der lockigen Nixe. Das Buch habe ich gelesen. Das ist toll. Leroy ist der Mörder. Jimmy Gallery, was machst du denn hier? Dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen, Mike. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ja jemanden aus dem Golfclub treffe. Du siehst gut aus, Mann. Oh, danke. Und, was treibst du so? Naja, ich sitze hier und wollte das spannende Buch zu Ende lesen, aber dank dir weiß ich ja schon, wer der Mörder ist. Ja, klar, Mann. Deshalb hast du jetzt ja auch mehr Zeit zum Feiern. Vor dir sitzt der Partykönig, Mr. Jimmy McMahon. Mann, hier gibt's echt heiße Bräute, die sind schärfer als mexikanischer Pfeffer und lockerer als die dritten Zähne deines Opas. Du bist doch verheiratet. Nein, der Ehering ist weg. Ich bin erlöst und endlich wieder frei. Ich habe mich hierher verdrückt, weil... Das ist meine Liege. Hey, nimm sofort deinen fetten Hintern von meinen Füßen. Deine armen Hühneraugen. Meine Ex will mich verklagen. Die Alte hat wirklich eine Macke. Die nervt, deshalb bin ich hier für ein paar Monate abgetaucht. Es war echt langweilig ohne so einen Kumpel wie dich, aber jetzt geht es los. Jetzt wird hier die Post abgehen. Ich marschiere mutig voran und du gibst mir Deckung. Wir lassen noch mal die Sau raus, so wie vor 10 Jahren und vor 30. Was glaubst du, warum das hier Atlantis Paradise Island heißt? In der Halle da hinten kannst du sogar auf Haien reiten. Hast du Lust? Nein, da muss ich passen. Was? Also erstens reite ich nicht so wahnsinnig gern auf Haien. Zweitens bin ich hier, weil ich mich erholen will und sonst gar nichts, alles klar? Du willst also wirklich nicht mitkommen? Auf keinen Fall. Okay, du bist ganz sicher? Ja, Sir. 100 Pro? 100 Pro. Ja, Sir. Absolutissimo? Absolutissimo. Okay, dann hau ich jetzt alles ab. Alles klar. Letzte Chance. Na los, ich verziehe mich jetzt in den Hyperspace. Tschu. 1, 2, 3, Abflug, los geht's. Na komm schon, Mike, na komm mit. Nein, vergiss es. Und jetzt verpiss dich. Ich will dir deinen Urlaub nicht kaputt machen. Entschuldige. Ich habe ein Recht auf Privatsphäre. Okay, ich werde deine Privatsphäre nicht verletzen. Danke. Ich überlasse dich dir selbst. Bitte, tu das. Aber nach deinem Nickerchen können wir ja vielleicht eine Kleinigkeit essen und danach in den Club gehen. Ich glaube, Andy Williams spielt heute. Moon River. Sing mit, Mike.